Hallo und herzlich willkommen zusammen. Hier ist die Shalia. Ich bin hier, weil ich was vorhabe. Oh, warte mal kurz. Ich muss mein E-Mail-Programm ausmachen. Ich habe was vor. Ich bin dabei, in nächster Zeit hier in der Gruppe ein paar Veränderungen vorzunehmen. Wir werden die Gruppe umbenennen. Wir werden auch das mit ein bisschen mehr Leben fühlen, mit Live-Videos und Content. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal nehme ich mir etwas vor und sage, ja, wenn ich alle Stücke in place habe, hallo Anja, guten Morgen, wenn ich alle Stücke in place habe, dann werde ich es machen. Wenn ich weiß, was ich mit dem Content nachher mache, wo ich die Aufzeichnungen ablege, dann werde ich es machen. Wenn ich wissen, was die genauen Themen sind, dann werde ich es machen. Und ich dachte mir, nein, nichts davon. Imperfekte Aktion, das lehre ich meinen Kunden die ganze Zeit und ich möchte das auch leben. Mir geht es heute gut. Und ich habe eine halbe Stunde frei, bevor wir uns bald treffen mit meinen 1:1-Kunden. Und ich habe ein Thema, worüber ich heute sprechen möchte. Stell dir vor, und zwar, es kam aus einem spontanen Coaching von dieser Woche. Und es war mit einer ganz lieben Kundin von mir, deren Namen ich nicht nennen werde, aber ihre Geschichte vielen von uns betrifft. Und mir auch. Und deswegen habe ich gedacht, weil ich das selber kürzlich erlebt habe und meine Kundin auch, dass es dir vielleicht auch so gehen könnte. Und weil die neue Videoserie, die ich demnächst mache hier in der Gruppe, um folgendes Thema geht, es passt eigentlich wunderbar dazu. Es geht um das Thema Thriving. Thriving ist ein englisches Wort, was heißt gedeihen, belebt sein, wachsen, aufblühen. Thrive tut ganz viel in sich bergen als Wort. Und wenn wir im Thriving sind in unserem Business, dann sind wir nicht nur dabei, unser Marketing aufzustellen, unsere Botschaft klar zu kommunizieren, Kunden zu gewinnen und Umsätze zu generieren, gute Dienstleistungen auszuführen. Das wäre die Business-Seite, da würde unser Business im Thrive-Modus sein. Aber es geht in dieser Videoserie auch darum, also diese Seite, diese Outer Game of Business und Thriving in Business. Aber ich möchte auch ganz stark darüber sprechen, über das innere Spiel und über Thriving im Leben, Thriving als Unternehmer oder Unternehmerin, wie es dir persönlich gut geht, dass du jeden Tag in deinem Business auftauchst mit einem Strahlen in den Augen, mit Lust auf dem, was du tust, mit dem Gefühl, dass du kreativ tätig sein darfst, dass du im Flow bist. Und deswegen passt dieses Thema sehr gut heute. Und zwar, was hat meine Kundin zu mir gesagt? Was war der Grund, warum wir uns online getroffen haben für unseren Impuls-Call? Ja, sie hat gesagt zu mir, Shalia, hier ist meine aktuelle Situation. Ich mache das, was ich liebe, was ich schon immer machen wollte. Und ich habe da draußen gehört, wenn man seinen Herzensweg findet, und das Thema findet, was man gerne machen möchte, seine Berufung, wenn man so will, seine Bestimmung, und wenn man das tut, dann soll es mir doch gut gehen. Dann soll ich doch energetisch sein, ich soll freudvoll sein, ich soll gerne in meinem Business gerade unterwegs sein. Und was sie zu mir gesagt hat, ist, das ist aber bei mir nicht der Fall. Ich tue das, was ich liebe. Ich arbeite mit den Menschen, mit denen ich am liebsten arbeiten möchte. Ich habe einen tollen Mann, ich habe tolle Kinder, unsere Geschäfte laufen gut. Aber alles fühlt sich total anstrengend an. Ich bin erschöpft, ich fühle mich gestresst und ich weiß nicht warum. Ich kann nicht identifizieren, woran das liegt. Und sie konnte wirklich gar nicht sehen, wie das sein konnte. Und war ziemlich verzweifelt, dass es so ist und hat mir auch berichtet, dass es ihr schon seit längerer Zeit geht. Eigentlich schon seit Anfang an, bevor sie mit der Coaching-Arbeit mit mir begonnen hat, vor mehreren Monaten. Aber wir hatten das Thema noch nicht adressiert. Und ich konnte mich wirklich mit dem sehr gut identifizieren, weil tatsächlich habe ich
Ich auch wenn ich meine Situation sehr ähnlich ist wie Ihrer. Ich habe auch ein tolles Leben. Ich bin gerade in Italien. Wir haben heute 25 Grad draußen. Ich kann jeden Nachmittag hier ab 3 oder 4 Uhr an den Strand, die Füße in den Sand graben. Mir geht's gesundheitlich gut. Ich habe einen tollen Mann. Ich habe ein wahnsinnig tolles Geschäft. Wahnsinnig tolle Kunden. Und doch auch für mich gibt's immer wieder Phasen, wo alles sich irre anstrengend anfühlt, wo ich mich ausgebrannt fühle oder gestresst fühle. Und das möchte ich dir sagen, ist absolut menschlich. Da ist nichts Falsches damit. Und wenn es dir gerade auch so geht oder immer wieder mal, dann, und das habe ich meiner Kundin auch gesagt, hey, das gibt es, ist ja nichts falsch mit dir, das ist normal. Nur hier ist das Ding. Früher, wenn ich in diesen Phasen gekommen bin, ich bin ganz lange darin stecken geblieben. Über Wochen, über Monate. Und tatsächlich, wenn ich zurückblicke über mein ganzes Leben, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, es gab sogar Jahre, wo ich in diesem Gefühl von Anstrengung drin gewesen bin. Und heute möchte ich auf drei Bereiche eingehen, wo man einen Scheinwerfer hin ja, strahlen kann, wenn man so will. Und genauso wie ich das mit meinen Kunden gemacht habe, mit meiner Kundin gemacht habe gestern. Und zwar, das eine ist, wenn du dich erschöpft, energielos oder angestrengt fühlst, kannst du natürlich dort schauen, hierhin. Hier, auf dieses Wesen, auf diesem Körper, dieses physische Instrument, was uns durch die Welt trägt, was unsere Consciousness im Geist trägt, unser Herz trägt, den Körper. Und manchmal, wenn du dorthin schaust, wirst du sehen, dass vielleicht dort was nicht stimmig ist, was zu dieser Anstrengung führt. Zum Beispiel, du hast nicht genug Schlaf. Das ist wirklich ein Bereich, der häufig übersehen wird, wenn wir nicht genug Schlaf haben, dass wir beginnen zu fühlen, oh Gott, alles, was ich hier tue, ist total anstrengend. Was auch immer der Grund ist, warum du nicht genug Schlaf bekommst. In Italien die letzten Nächte habe ich nicht so gut geschlafen, weil ich hier alleine bin. Oben am Hügel ist es ziemlich abgelegen und ich bin alleine. Manchmal höre ich Geräusche draußen und wache in der Nacht auf. Für meine Kundin hat sie einen Bereich gesehen, dass sie seit einigen Monaten 1 Stunde früher aufsteht, weil ihre Kinder wohin müssen in der Früh, wo sie vorher nicht müssten. Und sie dachte, ja, okay, ich habe ein bisschen weniger Schlaf als sonst. Und dann haben wir einige andere Bereiche angeschaut, wie Ernährung, da ist sie gut unterwegs. Bei Bewegung zum Beispiel hat sie das Gefühl gehabt, nee, also dort bin ich in letzter Zeit nicht so gut unterwegs. Also ihr geht es unheimlich gut, wenn sie sich bewegt, wenn sie Zeit nimmt am Tag rauszugehen, eine Pause zu machen vom Geschäft und zu spazieren. Aber das hat sie nicht in letzter Zeit so gemacht. Und in ein paar Wochen kürzlich, wo ich auch mich so erschöpft gefühlt habe, wo ich hingeschaut habe auf meine körperlichen Bedürfnisse, habe ich gesehen, ja stimmt, also seit einiger Zeit fange ich früher mit der Arbeit an und überspringe meine sonstige Rituale. Also ich bin sonst jemand, der morgens früh spazieren geht für 30 Minuten, 45 Minuten, vielleicht eine ganze Stunde und ich habe das vernachlässigt in letzter Zeit. So, da kannst du schauen, wenn du nicht besonders energetisch bist und angestrengt in diesem körperlichen Bereich. Für die meisten allerdings ist dieser Bereich nicht der Hauptbereich, der zu Anstrengung führt. Und für meine Kunden und für mich war das auch so eine Kleinigkeit. Das kann man verbessern, aber es ist wirklich nicht maßgeblich. Also haben wir gesagt, okay, schauen wir den zweiten Bereich an. Und ich weiß nicht unbedingt, was das richtige Wort ist auf Deutsch, aber der zweite Bereich, auf Englisch würde heißen Willpower. Ich glaube, auf Deutsch heißt das Willenskraft. Willenskraft ist ein Erschöpfungspotenzial für uns, weil es kann sein, dass zum Beispiel du in deinem Geschäft in letzter Zeit was angeschoben hast. Vielleicht hast du eine Marketingaktivität, die mehr Kraft gebraucht hat, wie du gewohnt bist. Zum Beispiel, ich habe gerade mit einer Person gesprochen, mit der ich demnächst ein Interview führe über ihre Sexualitätskongress, nämlich die Manuela Komorek.
Und sie hat mir erklärt, dass dieser Kongress auf die Beine zu stellen ungefähr 6 Monate in Anspruch nimmt. Und dass da unglaublich viele kleine Teile gibt, die zusammenkommen, von Facebook-Anzeigen über Koordination der Gastexperten, E-Mails an ihre Liste und. Und das über wirklich längere Zeit. Und dieses Jahr macht sie das mit einer Partnerin zusammen. Die haben auch viele Abstimmungen gemeinsam. Und so ein riesen Kongress auf die Beine zu stellen, wie die Manuela das macht jetzt in ihrem 2. Jahr, es nimmt einiges an Willenskraft, ist notwendig, um das anzuschieben. Und natürlich können wir in diesem Bereich schauen und sehen, okay, wie viel Willenskraft habe ich in letzter Zeit aufgesetzt, aufgebraucht, um nach vorne zu kommen in meinem Geschäft? Und wo stehe ich da energetisch? Weil genau wie in diesem körperlichen Bereich, da steht uns nur eine begrenzte Menge an Energie körperlich zur Verfügung. Wir müssen schlafen, um das auszugleichen. Wir müssen essen und gut essen, um die richtige Energie unserem Körper zu geben. Oder wenn wir körperlich energielos sind, manchmal hilft es einfach, Bewegung, Licht, Luft, Musik zu bekommen, um uns da wieder zu stärken. Und Willenskraft ist ein Bereich, der genauso erschöpflich ist. Wir können ihn aufbrauchen. Es gibt genügend Studien da draußen, die sagen, wie lange ein durchschnittlicher Mensch sich eigentlich mit Willenskraft anstrengen kann, bis es nicht mehr geht. Und dann müssen wir 2 Dinge tun in der Regel. Eine Sache ist Tagträumen, hinausschauen, herumlummeln, shoppen gehen. Gestern hatte ich den Auftrag von meiner besten Freundin, nach Alassio zu fahren, hier um die Ecke, und einige Handtaschen für sie zu kaufen. Und ich hatte mich über den Tag, wegen meinem Arbeitstag, mit Willenskraft angeschoben, hatte Kopfweh und alles Mögliche, bin ins Auto gestiegen, hatte Kopfweh den ganzen Weg nach Alassio für 45 Minuten Autofahrt. Dort angekommen, habe ich rumgelummelt über den Strand. Ich bin hingegangen, habe dieses T-Shirt gekauft für mich, habe für sie Handtaschen gekauft ohne Ende. Und plötzlich war ich wieder regeneriert. Also diese Willenskraft, konnte ich loslassen. Und ich konnte durch einfach nichts tun oder nichts Gedankliches wieder auftanken, Kraft tanken. Das ist ein Bereich, wo du schauen kannst, wenn dein Geschäft sich in letzter Zeit anstrengend angefühlt hat, wenn du dich gestresst gefühlt hast oder überangestrengt. Aber auch das, wo meine Kundin hingeschaut hat, sie hat gesagt, ja, es gab eine Situation im Geschäft, also sie hat 3 Friseursalons in Österreich, und da hat sie eine Mitarbeiterin, die sie mit Willenskraft versucht hat, über Wochen zu motivieren, dran zu bleiben bei der Ausbildung. Und sie ist dann plötzlich doch abgegangen, obwohl so viel Energie reingeflossen ist. Und sie meinte, ja, das war eine Willenskraft, aber Shalia, ich glaube nicht, dass das das Hauptproblem ist. Und ich habe gesagt, ja, liebe Kundin, ich glaube dir das, weil dieser körperliche Bereich oder der Willenskraftbereich spielen eine Rolle, aber es gibt einen dritten Bereich, da verhaken sich die meisten. Da ist der Bereich, wo wir wirklich an den Punkt kommen, dass wir uns ausgelaugt und wenig energetisch fühlen, wo alles anstrengend wird. Willst du das wissen? Kann ich die Spannung aufrecht halten? Wenn ja, schreib mir was im Kommentarbereich. Ich möchte hören von dir. Ich sehe, die Jenny hat ein schönes Herzli gemacht. Die Anna Breitner grüßt euch. Guten Morgen. Die Anja Jakob hat geschrieben, ganz am Anfang, oh ja, das kenne ich. Habe auch immer viel zu viele Ideen gleichzeitig und will das immer alles möglichst perfekt machen. Sehr gut. Es kommen ein paar Lebenszeichen von euch. So, hier kommt der dritte Bereich. Und vielleicht kennst du das von dir. Mein Mentor Michael Neal sagt immer, es gibt um die 3 bis 7 Gedanken, die wir immer wieder denken. In jedem und also in jedem in jeder Phase unseres Lebens. Und jetzt, was ist eine Phase? Eine Phase kann ein paar Tage gehen, es kann ein paar Wochen gehen, ein paar Monate. Meiner Erfahrung nach und mit mir selbst und mit meinen Kunden ist, dass man vielleicht die letzten 3 Monate anschauen kann. Und wenn du hinschaust,
Was sind meine Lieblings drei Gedanken, wo ich mich immer wieder in einem sogenannten Gedankenkarussell verhacke? Zum Beispiel bei mir in letzter Zeit gab es drei Bereiche insbesondere, die ich sehen konnte. Eines war die Lage der Welt. Und zwar habe ich hinausgeschaut, und ich sehe, wenn ich die Nachrichten höre und schaue, überall politische Unruhe, Naturkatastrophen. Vor kurzem hat es gehalten in Texas, in Florida mit Hurricane Harvey und mit Hurricane Irma. Und tatsächlich ist über 90% meiner Familie lebt immer noch im Bundesstaat Florida. Und ich habe die Nachrichten permanent geschaut, um zu gucken, kommt der Sturm in ihre Richtung? Wird es zu meinem Cousin Alan gehen oder zu meinem Cousin Daniel oder wird meine Tante Sandra betroffen werden davon? Und ich habe permanent diese Katastrophennachrichten geschaut und geschweige denn von dem Präsident drüben gerade und die Situation mit Korea und Iran und alle anderen unmöglichen Situationen in der ganzen Welt, von den Philippinen über Papua-Neuguinea und überhaupt. Also ich kriege da einiges mit von meiner besten Freundin. Und in meinen Gedanken war ich ständig am Überlegen, wie soll das weitergehen? Wie ist es gerade mit dieser Welt, in der wir leben? Sind wir überhaupt noch sicher und so weiter? Und drehen und drehen und drehen diese Gedanken der ganze Zeit. Kennst du das auch? Hast du manchmal auch Gedanken über die Lage der Welt oder die Lage von Deutschland oder die Lage von Österreich? Eine Kundin von mir hat berichtet, die in Österreich lebt, eine andere Kundin, dass sie ganz viel über die anstehende Wahl nachgedacht hat und wer da eingewählt wird und welcher Einfluss das hat auf ihre Community. Und sie hat ständig darüber nachgedacht. Nur hier ist das Ding. Das sind nicht irgendwelche Gedanken, die wir anstellen oder irgendwelche Gedankenkarusselle, die zur Anstrengung führen. Manchmal macht es Sinn, über Dinge nachzudenken, zum Beispiel in unserem Geschäft. Wir möchten mehr Kunden haben, wir denken darüber nach, wie wir die bekommen können. Und wenn wir in einem positiven State sind, dann kommen uns vielleicht Ideen. Unsere innere Weisheit gibt uns einen Impuls, was wir als nächstes machen könnten. Solche Gedanken meine ich nicht. Diese machen Sinn und die kann man auch natürlich anstellen. Die Gedanken, die ich meine, sind die, wo wir permanent darüber nachdenken, ohne dass ein Ergebnis dabei entsteht. Indem, dass ich ständig über die Welt nachdenke, verursache ich nicht eine Veränderung in der Welt. Ich verursache nur ein Gefühl in meinem Körper, meinem Geist, in meiner Psychologie von Angst, von keine Ahnung, eine ominöse schwarze Wolke von dem, was kommen könnte und so weiter. Mein Coach Nicola Bird sagt immer dazu, es ist wie wenn du dreckiges Geschirr in dreckiges Wasser tauchst und erwartest, dass ein sauberes Geschirr dabei rauskommt. Das geht natürlich nicht. Wenn wir permanent dabei sind, dreckiges Geschirr in dreckiges Wasser zu tauchen ohne Ergebnis, dann raubt uns dieser Gedankenkarussell Energie. Sie nimmt wahnsinnig viel Kapazität in unserem Kopf weg. Ein weiterer Bereich, in dem ich in letzter Zeit darüber nachgedacht habe, ist über meine Gesundheit. Ja, hier hat die Iris geschrieben, negative Gehe. Dankeschön, Iris. Ich weiß nicht, was das heißt, aber du wirst es mir sicher dazu schreiben. Ich hatte nämlich vor kurzem eine Nierensteinkolik. Aber bevor diese Nierensteinkolik sich geäußert hat, habe ich begonnen, irgendwie ganz komische Gefühle zu bekommen. Hier in meinem Bauchbereich, im Unterleib und alles Mögliche. Und ich bin ein bisschen wie sagt man, ein Hypochonder in mancher Hinsicht. Und ich habe mir über Wochen Gedanken gemacht, dreckiges Geschirr und dreckiges Wasser, was ist mit mir los? Ist da was Schlimmeres? Muss ich das untersuchen lassen? Gedankenkarussell, Gedankenkarussell, tagsüber, in der Nacht, die Iris schreibt, negative Gedanken verursachen negative Gefühle. Absolut, Iris. Die Gleichung ist T führt zu G. Nee, in Deutsch, Gedanken führen zu Gefühle, G führt zu G in dem Sinn. Ja, absolut. Weil alle Gedanken, die wir haben, führen unmittelbar zu dem zugehörigen Gefühl. Und diese Gedankenkarussell lief bei mir über meine Gesundheit. Und ich hatte noch einen Bereich in meinem Geschäft, wo ich auch ein Gedankenkarussell am Laufen hatte. Drei Gedankenkarusselle, die nirgendwo hingeführt haben. Die waren nur dreckiges Geschirr tauchen. Und
Diese Gedanken, wenn man die zusammenbringt, führt zu etwas, was ich nenne Busy Mind. Mein Kopf ist so voll, so übermäßig voll mit diesen Gedanken, dass ich plötzlich das Gefühl habe, ich bin erschöpft, ich bin ausgebrannt, mir geht's nicht gut. So, ich habe meine Kunden darauf hingefragt, kannst du dich damit identifizieren? Ist sowas in deinem Leben der Fall? Und dann hat sie begonnen zu erzählen und sie hat mir ja, erzählt, wo das bei ihr ist. Die hat es in ihrem Geschäft in dem Bereich, sie hat es bei ihrer Tochter in dem Bereich, bei ihrem Sohn in dem Bereich, über ihre neue Online-Projekte in dem Bereich. Und wir haben ganz viele Bereiche ermittelt, wo sie in diesem Karussell ist, dieses dreckige Geschirr eintauchen. Und dann habe ich zu ihr gesagt oder sie gefragt, hey, meinst du, dass dein Gefühl von Anstrengung vielleicht daherkommt, obwohl du deine Erfüllung lebst, obwohl du einen tollen Mann hast, eine tolle Familie, obwohl es deinem Geschäft gut geht? Und sie hat gesagt, oh ja, schau dir, da kann ich spüren in jedem Molekül meines Körpers, in meinen Knochen, dass die ganze Anstrengung durch dieses Gedanken drehen die ganze Zeit. Und ich habe gesagt, okay, gut, hier kommt die gute Nachricht. Wenn wir Gedanken so behandeln, wie sie gemeint sind, wie sie eigentlich funktionieren sollen, dann haben wir folgendes Bild, was mir immer sehr schön gefällt. Stell dir vor, du hast einen super schönen blauen Himmel. Ja, so in Florida haben wir manchmal einen super schönen, tollen blauen Himmel und da sind gar keine Wolken drin. Stell dir vor, das ist der Zustand, in dem du vollkommen in Verbindung bist mit deinem Wohlbefinden, was immer da ist, seitdem du geboren bist. Und dort bist du in Verbindung mit deiner Weisheit und da bist du in Verbindung auch mit mir, mit den anderen, die hier heute auf dem ganzen Facebook-Live-Video zuschauen. Das ist unser verbundener Zustand. Nun, das ist nicht unser Dauerzustand, denn es ist so gedacht, warum auch immer, dass Gewitter auch manchmal vorbeizieht, schwarze Wolken mit Regen. Und manchmal sind kleine süße, schafenähnliche oder herzenförmige, süße, kleine, niedliche Wolken vorbei. Das sind die Dinge, die uns freuen, die Gedanken, die uns freuen und zu schönen Gefühlen führen. Und manchmal kommen ganz dünne, unscheinbare kleine Wolken vorbei, die total neutral sind. Und wir haben permanent auf unserem blauen Himmel mal klar, mal Wetter. Und dieses Wetter sieht immer vorbei. Gedanken sind beweglich. Wir können uns nicht mit einer Wolke verheiraten. Und wir können auch nicht kontrollieren, welche Wolken in unseren Himmel kommen. Wir brauchen gar keine Energie aufwenden, um das kontrollieren zu wollen. Was wir jedoch tun können, ist, wir können beobachten, wo habe ich meine Aufmerksamkeit? Kommt ein schwarzes Gewitterwolke vorbei und ich bin permanent daran fixiert, es anzuschauen, die ganze Zeit und komme in ein Gedankenkarussell. Ich will diese Wolke bei mir behalten, nehme diese Wolke, dieses dreckige Wetter total ernst und glaube, es hat mit mir was zu tun. Ich identifiziere mich damit. Oder lasse ich es einfach vorbeiziehen? Und was ich für mich persönlich sehen konnte, die letzten 2 bis 3 Wochen, wo ich mich so erschöpft gefühlt habe, ist, dass ich nicht die Wolken vorbeigehen lassen wollte. Die sind gekommen, die waren in meinem Himmel und ich habe die angestarrt und ich habe mich permanent mit denen beschäftigt und die unheimlich wichtig genommen. Die Lage der Welt, meine Gesundheit, mein Geschäftsthema, was ich habe. Und ich habe mich irrsinnig verausgabt, in dem ständig darüber nachdenken. Irgendein Teil in mir hat das Gefühl gehabt, es ist eine gute Idee, weiter darüber nachzudenken. Aber das war ein Missverständnis, weil das weiter darüber nachdenken hat nicht zu einer Lösung geführt. Das habe ich eigentlich von der Lösung abgehalten, weil wenn ich nur permanent auf diese Wolken fixiert bin, habe ich gar keine Kapazität für frische Gedanken. Ich habe keine Kapazität für diese Connection zu meinem Wohlbefinden. Und sobald ich das gesehen habe, konnte ich das loslassen und dann sind sie wieder abgezischt und dann habe ich mich wieder energetisch gefühlt. Und ich fühle mich heute energetisch, weil sieht ihr es mir an, ich bin echt glücklich und zufrieden wieder. Früher hätte ich das Missverständnis über längere Zeit aufrechterhalten und nicht hingeschaut
Und ich halt wäre irgendwann mal zu dem Schluss gekommen, mein Geschäft ist total anstrengend. Warum mache ich das überhaupt? Ich hätte alles in Frage gestellt. Mein Marketing, mein Business, ob ich mit den Kunden arbeiten soll, mit denen ich arbeite. Und das passiert den meisten von uns. Oder es wäre mir ergangen, wie es meine Kundin ergangen ist, mit dem ich gesprochen hatte gestern. Nämlich, sie hatte ein Schuldgefühl. Sie hatte das Schuldgefühl nach dem Motto, ich darf mich nicht so fühlen. Es geht mir doch gut. Warum habe ich das? Und als sie sehen konnte, woher das kommt, sagt sie, ah ja, klar. Ah ja, klar. Ich verausgabe mich einfach mental und psychologisch. So. Wir kommen jetzt zum Schluss und ich fasse das Ganze zusammen. Wenn du in der Situation sein solltest gerade, wo du dich angestrengt fühlst in deinem Business, vielleicht durch dein Marketing in deinem Kopf oder durch die Projekte oder wenn alles perfekt läuft, wie in der Erzählung, die ich vorhin gegeben habe, und du trotzdem irgendwie eine latente Unzufriedenheit oder eine latente Erschöpfung fühlst und du möchtest wieder in diesen Bereich von Aufblühen und Thriving kommen, dann schau in diesen drei Bereichen. Schau bei deinem Körper an, was es braucht und ob du gut versorgt bist auf der Ebene. Schau bei dem Bereich Willenskraft, ob du dich in letzter Zeit einfach unheimlich verausgabt hast in eine Willenskraft acht und jetzt musst du einfach bummeln, shoppen gehen, tagträumen. Und vor allem schau in diesem Bereich, in diesem dreckigen Geschirr tauchen, das Wetter ewig lang anschauen, was vorbeizieht. Und sehe, was du sehen kannst. Und hier ist die gute Nachricht. Es gibt nichts zu tun. Du musst nicht an dir arbeiten. Du bist nicht falsch. Das ist völlig normal, egal was du da findest. Es gibt nur was zu sehen. Und je öfters wir was sehen können, desto schneller erkennen wir, wenn etwas schief läuft in uns, im inneren Spiel. Und desto schneller gelingt es uns, da wieder rauszukommen. Und mit der Zeit wirst du darin immer besser. Und that's it. Okay, also Iris schreibt lieben Gruß auf Grindelwald und schöne Zeit. Dankeschön, Iris. Also ich werde jetzt absichern und mich gleich treffen mit meinen 1:1-Kunden. Wir haben nämlich einmal im Monat unsere Gruppentreffen online auf Zoom. Schreib mir deine Gedanken und deine Kommentare jetzt. Was hast du heute gehört? Was hast du für dich gesehen? Ich kann sehr viel erklären. Ich kann sehr viel sagen. Was du hörst, weiß ich nicht. Was du daraus siehst für dich persönlich, weiß ich nicht. Aber ich würde es unglaublich gerne wissen wollen. Also, auf die unperfekte Facebook Live-Video. Wir sehen uns sehr bald wieder online live. Bis dahin, hab einen schönen Tag. Tschüss zusammen.